guck mal, ich habe noch ein paar Bücher hier in der Hand. Boah, bist du stark, ey. Mal gucken, wo ich die noch hinsetze. Die müssen in irgendeine Ecke. Ach, wie geil ist das denn? Was? Ich kann die so absetzen, so als wenn das, als wenn wir die lesen würden. Hier auf dem Tisch habe ich jetzt mal welche abgelegt, oder zwischen dem Regal. So als ob, so nur so tun, ja, als ob. Ja. Die sind ganz schön gebildet, ne? Eingebildet. So, was mache ich neben die Bücherei? Hast du eine Idee? Ja. Was brauchen wir denn noch? Also die Schmiede machst du, ne? Ja. Da ist unten werden Rohstoffe geschmolzen und da kommt auch der Amboss und so weiter rein. Ja, ja, ich habe da gerade drei Amboss hingesetzt. Die anderen muss ich noch fahren. Kann ich hier was für apothekenmäßig was nebenbauen, was kleines? Ja, vielleicht auch oben. Vielleicht oben, vielleicht als Zwischending. Zwischenfeld. Ja, oder da. Entweder machen wir das als Zwischending, also zwischen dem Hauptgebäude und dem Feld, weißt du? So ein kleines so ein kleiner Kräutergarten. Und dann passt das eigentlich eher am Feld und dem Garten dann. Ja, genau, das dazwischen. Die ganze Pflanze hier dann auf einem Haufen so gesehen, ja, ist. Ja, also dazwischen Gebäude vielleicht. Weißt du, wir machen ja so das Feld ja irgendwie hier daneben quasi, ja, aber unterirdisch. Und dann können wir das jetzt einfach als Zwischending, als Brücke bauen. Hm. Ja. Nur überleben. So, ich nehme jetzt ja mal gerade die ganze ganzen Mineralien, Tungsten, Titanium. Ich trotzdem überlegen, was ich hier packen kann. Was heißt die Kiste? Die Küche. Die Kiste mit den Materialien, ich weiß nicht, sollen wir die denn hier oben im Lager behalten, also mit den Ärzten, oder sollen wir die denn auch runterbringen? Nochmal? Die ganzen Kisten mit den Ärzten, sollen wir die runterbringen oder sollen wir die oben lassen? Ich würde die runterbringen. Ja, aber müssen wir das, können wir das nicht ganz unten bauen, sondern müssen wir halt hier daneben. Ist ja oben viel Platz, da können wir hier, wenn es hier runter geht, dann nehmen auch die ganzen Kisten hin tun. Okay. Da, wo die Schlitze sind. Ich müsste mal ganz kurz für ein paar Minuten die Aufnahme unterbrechen. Du kannst hier weitermachen. Ja. Bin dann in wenigen Minuten wieder da. Wirklich in wenigen Minuten? Ja, in wenigen ich Minuten. Ich überprüfe das. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ja. Ich bin Batman. Schon wieder. Ich muss mich ganz kurz wegen dem Abendbrot kehren. Das ist ja auch Abendbrot. Abendbrot. Keiner braucht Abendbrot. Ich war am überlegen, ob ich hier in die obere Etage von der Bibliothek so gesehen daneben eine Küche baue. Da haben wir nämlich dann genügend, okay, Platz für die Küche. Oder wir machen da zwei Räume machen wir draus, weil das so eine Riesenküche braucht keiner. Doch! Okay, dann ziehe ich die Küche von da bis an den Rand durch. Ich weiß nicht, wo du da gerade hinzeigst, aber ja. Ja, von der oberen Ecke der Bibliothek links. Ja. Also von da, wo ich jetzt stehe. Von da bis ganz nach Ende, ans linke Ende durch. Das ist dann eine sehr große Küche. Die hat ungefähr Lagergröße. Okay. Vielleicht brauchen wir doch nicht so groß. Ach, jetzt auf einmal. Was hat der Spielverderber. Okay. Warum brauchen wir einen großen Raum? Irgendwas. Falls wir irgendwelche Versammlungen halten, abhalten wollten, so eine Demo. Okay. Na, dann baue ich die Küche auf die untere Ebene von der Bibliothek. Aber mit welchem Material? Muss schon ein bisschen heller wirken. Das ist doch gut mit Eisblöcken. Okay. Also ist hell genug. Ja, pff, klar. Wall Panel, Sleek Metal Wall Panel. Wie baut man die denn? Weißt du das zufällig? Wie man was baut? Diese Wall Panels. Keine Ahnung. Das wird dann wahrscheinlich am Amboss sein.
ich kann den nicht bauen. Ich weiß nicht, ob du die bauen kannst. Bestimmt kann ich die auch nicht bauen. Ja, wir haben ja zum Beispiel eine. Ein Silberblock würde auch gehen, aber... Ja, das wäre ein bisschen viel Silber, was wir dann dafür brauchen. Haben wir viel Silber? Achso, das ist die erste schon unten, ne? Ja. Hast du Silber? Und wenn ja, wie viel? Moment. Alter. Gibt es nicht von diesen drei Armbossen unterschiedliche? Ja, da brauchen wir aber die Addons. Wie viele sind das? Was drei das? Verschiedene was heißt Addons. Oh, es fällt mir gerade auf, dass die ein bisschen schief sind. Aber es gibt drei verschiedene, oder? Hey! Ja, da brauchen wir halt die verschiedenen Rohstoffe. Kannst du mir sagen, wie viel Silber du hast? Ah, guck mal, das ist nicht ganz gerade. Ah, weil es fünf, ist ein bisschen schlimm, oder? Wenn es nicht ganz symmetrisch ist. Weil die Treppe ist fünf Steine breit. Okay, wir müssen das ganze Haus nochmal neu bauen. Ja, ich würde sagen, es ist egal, oder? Ja. Wie viel Silber ich habe, warte ich. Und wie viel man für die Rückwand verwenden könnte, für. Warte mal, ist es Silber? Ja, ich mach da das Silberdinger draus. Weil wir das anderes nicht machen können. Okay, deswegen ja, wollte ich auch mal fragen, wie viel wir davon haben. Moment. Mittagspause. So. 147 Silberbarren. Also ein bisschen was, ja. Ich nehme die mal ganz kurz mit und guck mal, wie viel ich aus einem rauskriege. Alle? Ich nehme mir die mal kurz mit, guck mal, wie viel ich rauskriege. Alle? Was ich hier mache. Ich habe schon verstanden, was du gesagt hast, aber alle? Das ist ganz schön frech, ne? Die würden aber verdammt geil aussehen. Ich habe 30 Stück dafür bekommen, für einen. Das geht eigentlich. Alle! Das sind dich alle. Schraube craften. Wow. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Digga. Was? Und ich brauche was für den Boden. Aber den kommt. Okay. Okay. Weiß aber noch nicht, wo ich den Boden baue. Ja, der müsste irgendwie das Dunkle sein, so was Schwarzes. Nur weil ich schwarz bin? Dann wäre nämlich der Kontrast mega geil. Nur weil ich schwarz bin, geiler Kontrast, was? Ja. Scheiß Rassist. Nur weil ich schwarz bin. Oder warte, nee, ich nehme einfach die Rückwand, die wir hier haben, als Boden. Was sind das nochmal für Cobblestones? Ach, ja, hier Cobblestone. Small Stone. Nee. Small Stone Brick. Kannst du mir davon noch welche geben? Ja, gerade ein paar. Wirklich viele kann ich die nicht entfernen.
Also ich finde, die Blöcke sehen verdammt geil aus. Ekelhaft. Ernsthaft? Na gut, das ist ein krasser Kontrast, muss ich sagen. Ekelhaft war jetzt übertrieben. Aber die haben einen krassen Kontrast, muss ich sagen. Wozu? Zu dem Rest der Delta. Ja, das wird halt eine modernere Küche. Okay. Überall so Gemäuer und dann so moderne Küche, okay? Ja, kann man auch machen. Ist das französisch, das die? Französisch? Mit der Piemont-Kirche. Aber ich, da musst du aber schon ein bisschen bunter machen, sonst sieht das schon wirklich ein bisschen ekelhaft aus. Da kommt ja noch einiges rein. Ja. Weißt du, vielleicht aber auch durch Beleuchtung wirst du weniger davon sehen. Ich hoffe es. Das Feld bauen wir aber nach, das Feld bauen wir aber nach rechts, ne? Ja. Ey, Mario, vielleicht auf dieser Höhe, guck mal, wo ich jetzt gerade stehe. Dann hier die Steine wegbauen und dann nach da das Feld hinbauen. Ja, kann man machen. Man kann ja die Steine halt durch also diese Stufen, die hier ersetzen. So treppenmäßig. Schade, ich hätte mir das den Hintergrund eher was heller vorgestellt. Ah ja. War denn eine Sache, Schmitz? Das, was ich denke, oder sieht das anders aus? Wie das geht. Essen. Ja, du kannst doch gleich essen. Du musst die ganze Zeit nicht. Nein, musst nicht die ganze Zeit essen. Ja, essen. Das ist die Frage, kann ich hier eigentlich auch ein Herd craften oder? Guck mal. Moment, komm gleich. Ich würde nur gern wissen, wo man sich so ein Herd craften könnte. Geht das vielleicht heute mit Amos-Dingern? Nein. Wo bist du hin? Achso. Machst aber einen weiter. Also oder können wir auf die Treppe verzichten? Ja, ich komme verzichten lieber drauf. Aber
spitze Steintür, ja, geht auch. Die hat auch was. Ja, ich will es auf jeden Fall lieber was mit der Steintür machen. Wie gerade eben du, wie du gerade eben gesehen hast. Der Tür, ja. Ja. Ich meine, man kann ja springen, das ist ja kein Ding, ne? Auf jeden Fall. So, wie mache ich das jetzt mit der Küche? Wie nehme ich jetzt die Sachen damit runter? Ich helfe dir, ich in einem paar Sachen mit. Also, ja, ich bin aber überlegen, wie ich hier die Sachen da auch hinstellen möchte. Ich nehme mal oben den eckigen Kühlschrank mal. Vorsicht, könnten jetzt Sachen runterfallen. Okay. Nimmst du den unteren eckigen mal? Hinter dir, den eckigen. Ja, aber da habe ich gerade. Nee, da waren so wenig Lebensmittel, deshalb habe ich den anderen genommen. Ja, ich wollte den erstmal aufstellen. Nehme ich den eckigen auch noch mit. Ich weiß noch nicht. Ja, den kannst du eigentlich auch da drüber. Ja, wollen wir diesen Stein nehmen oder nicht den, den du da oben hast? Das ist derselbe. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass der im Hintergrund etwas dunkler aussieht. Nein, 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 ich meine den Boden. Ach so. Ich wollte den Kontrast haben zum Boden. Okay. So, wo soll ich den Kühlschrank hinstellen? Halt den mal da drüber. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ne, wenn dann das hier. Ja, Mann, dann mach den dahin. Und dann machst du dasselbe nochmal ein kleines Stück daneben. Auch in, so auch vielleicht? Ich würde den eher mitten in die Richtung machen, jetzt zu mir. So? Ja, ein Stück weiter rechts. So unter der Lampe. Aber da kommt auch einer noch dazu. Ja, die Lampe, die setze ich dann woanders hin. Die kommt dann dazwischen. Also so? Oder noch ein? Oh, die Lampe sollte dazwischen. So? Ja, dann passt du den runden jetzt oben drauf. Ich räume erstmal Essen ein. Wir können es direkt mal ein bisschen ordnen. Das sind eine die Früchte und so packen und das Obst ein bisschen trennen. Früchte und Obst, cool. Okay. Packe hinten mal Früchte rein. Okay. Kommen auch Alienfrüchte gleich dazu. Warte, ich tue mal gerade Alienfrüchte dazu. Die sehen fast ähnlich aus. Ja. Oben tue ich mal die Karotten hier rein. Wir brauchen mehr Kühlschränke. Das heißt, wir machen noch ein paar Plätze für Kühlschränke. So, jetzt kommen die Tomaten.